Der Deutschen liebstes Fastfood-Gericht ist Pizza. An zweiter Stelle folgt Döner. Döner im Fladenbrot, ja, das kennt man, lecker. Und Döner-Pizza kennt man auch. Aber kennt ihr denn schon Döner-Fladenbrot-Pizza? Die kommt jetzt. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Die Highlights dieser Fladenbrotpizza sind natürlich das selbstgemachte Fladenbrot und das selbstgemachte Dönerfleisch. Ihr könnt natürlich beide schon fertig kaufen. Die Videos zu meinen selbstgemachten Zutaten habe ich euch unter diesem Video verlinkt. Die Zutaten für zwei Fladenbrotpizzas sind: ein Fladenbrot, 300 Gramm Dönerfleisch, eine kleine Dose geschälte und gehackte Tomaten, eine rote Paprika, eine mittelgroße Zwiebel, 200 Gramm geriebener Käse, ein Esslöffel Oregano, Salz und Pfeffer. Und los geht's! Die Paprika waschen, die Zwiebel schälen, Paprika und Zwiebel dann in Streifen schneiden. Dann das Brot halbieren, sodass ihr einen Deckel und einen Boden habt. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen und dann Paprika und Zwiebeln darin kräftig anschwitzen. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Die Dose Tomaten in einen kleinen Topf geben, mit Salz und Pfeffer würzen und Oregano dazu. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Knoblauch beigeben. Die Soße kurz aufkochen, abkühlen lassen und dann kann sie auf die Fladenbrothälften verteilt werden. Dann die anderen Zutaten auf die beiden Hälften verteilen und ab in den Ofen. Der Ofen muss auf 230 Grad vorgeheizt sein. Jetzt bei Umluft 5 Minuten backen. Und dann sieht das Ergebnis so aus. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachmachen und guten Appetit. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.